So, ja, also herzlich willkommen hier bei Sea of Stars. So, Mini 6, so, ja, ist eine Demo, also angezockt. Ja, kann ja kein Deutsch gesagt sein, weil es ist eine Demo. Ja, so, ja. Ist ein, ja. Rollenspiel halt. Rundenbasiert, sieht man gleich. So wie früher, Retro-Sachen sind da viel dabei. So, erstmal hier aber Story, aber gleich jetzt hier erstmal. So, und dann geht die los. So, dann kann man hier so, tja, gucken erstmal, wie man kennt, das Menü halt, wie man kennt, naja, gut, bei meisten Spielen ist es immer fast gleich. So, kann man Zauber einsetzen, angreifen, verteidigen, sonstiges, kann man meistens immer so machen. Hinherspringen, klettern, Leitern klettern, rumlaufen, Gegner kommen. So, wie genau das jetzt war, weiß ich jetzt immer genau. Zufallskämpfe gibt es nicht. Ich glaube, man muss in den Gegner reinlaufen, damit ein Kampf entsteht. Und wie man sieht hier schon, ja, mehrere Wege freischalten, hinherlaufen, sonst den Kram machen. So, hier müssen jetzt die ersten Gegner sein oder was? So, ja, stimmt sogar. So, dann, ab jetzt ist dann rundenbasiert. So, jetzt kann man sogar gerade auf Klo gehen. Bevor man immer drückt. So, läuft keine Zeit ab. So, jetzt kann man hier gucken, ja, was man halt macht alles. Also ich finde es cool. Würde ich mir noch kaufen. Wie gesagt, war nur eine Demo erstmal. Ja, ich habe es hier, was heißt, der erste Abschnitt gemacht, bis mein nächstes Kapitel so ungefähr fast reinkommt. Ja, alles cool. So, auf jeden Fall kommen dann jetzt hier noch ein, zwei, drei Kämpfe. Und dann gleich ist man irgendwann in einem Dorf drin. Ja, kennt man ja auch, da muss man sich mit einem unterhalten, dann mit dem anderen. Mit dem anderen, was wie immer, und dann findet man halt irgendwann ja Schlüsselobjekt oder sonstiges der Quest, wie man dann halt weiterkommt. Und so sieht er halt aus, kennt man ja so Sachen. Ich fand ziemlich, sieht ziemlich schön aus, alles cool. Und ja, was soll ich das noch weiter noch erklären? Sieht man gleich alles noch, ja, jeder kennt das Spiel, deswegen. Ja, wie gesagt, ich zeige es jetzt hier noch, ab jetzt noch hier so 8 bis 9 Minuten noch, wie ich gespielt habe. Gleich bin ich irgendwann in irgendeinem Dorf, da muss man auch gerade mit ein, zwei Leuten reden, Kampf machen, danach kann man weiterspielen. So, dann zeige ich schon noch alles, so, deswegen, naja. So, cooles Spiel, deswegen so auf jeden Fall Daumen hoch, mindestens, würde ich mir noch kaufen, definitiv. Und so könnt ihr euch noch gerne noch den Rest noch hier noch angucken. Das ist interessant, definitiv. Und tja, würde ich mal sagen, soweit war es hiermit. Guckt euch bitte noch den Rest noch an. Immer schon meinen Kanal liken, abonnieren und so weiter. Und tja, sag schon mal bis zum nächsten Mal. Tschüssi, gell? Bis dann. Cooles Spiel, auf jeden Fall Daumen hoch, gell? Bis dann.
Musik.